Da ist dann eine Schamanin, die rumläuft. Sexy Girlie. Merkt euch die mal, wenn ihr die seht. Die war auf dem Video drauf. So, dann haben wir hier oben nochmal die Hilfeleiste, was ich gerade nochmal erklärt hatte. Was habe ich hier? Hier kann man also jetzt nochmal nachschauen. Dann haben wir den Intim-Shop. Da können wir ja kurz mal reingehen. Und sehen im Endeffekt, dass man Sachen kaufen kann. Würde ich erstmal nicht benutzen, vor allem am Anfang braucht man es nicht. Und dann Systemoption, da können wir halt schauen, dass wir die Effekte, diese Effekte mache ich mal ein bisschen lauter, Musik mache ich mal ein bisschen leiser. Und man kann auch Musik wechseln. Dann können wir hier auf OK. Hallo? Okay, so kann man zum Beispiel Musik wechseln. Welche ist zwei Standardmusik? Ah, okay, das ist auch wieder eine andere Musik. Wir können die Kamera von fern, das können wir dann mit dem Scrollrad weiter weg oder auch dichter ran. Mit nah geht das auch. Ich weiß gar nicht, ob man. Also mit fern kommt man genauso dicht wie mit nah. Aber mit fern kann man weiter weg scrollen. Wenn man also ein bisschen mehr Übersicht haben möchte, würde ich fern empfehlen. So, Nebel, auch so eine schöne Sache. Kann man viel machen, so wie es jetzt eingestellt ist, mittel oder wenig. Ich bevorzuge eigentlich wenig, aus dem Grund, dass man einfach noch weiter weg sieht. Weil wir können ja mal tauschen, bei viel sieht man zwar auch Monster und alles, alles da im Schattenbereich. Ich finde aber, so ist ein bisschen besser, weil ich dadurch auch schon mal den einen oder anderen Mädchen gefunden habe, die wir jetzt heute noch nicht gesehen haben. Wir werden aber auch auf die Suche gehen und auch welche finden. Versprochen. So, dann habe ich das auch fertig. Dann kann man Spieloptionen. Man kann sagen, okay, zeig mir die Reisfarben an. Deswegen sieht es jetzt bei mir rot aus, weil ich halt rot bin. Man kann es auch als normal lassen. Man kann das Zielmenü schließen oder anzeigen und man kann im PvP-Modus gehen. Frieden, feindlich, kann ich noch nicht, weil ich erst mindestens Level 15 sein muss. Zeige ich euch denn nochmal. Und man kann natürlich alles Mögliche abblocken und die Chatzeile unten kann man ausblenden und einblenden. Name kann man immer anzeigen oder nur begrenzt. Wenn man begrenzt macht, sieht man die nicht. Sieht man nur so. Würde ich auch einfach so mal lassen, begrenzt. Und Trefferanzeige ausblenden, einblenden. Also einblenden hat man gesehen, dann sieht man den Schaden. Ausblenden sieht man den Schaden nicht. Dann weiß man aber auch nicht, wie viel Schaden man den Gegner macht und wie viel Schaden man kriegt. Dann sieht man einfach nur, dass die Leiste runtergeht. Das finde ich persönlich nicht so schön. Würde ich trotzdem einblenden daher. Gut. Dann gibt es noch die Möglichkeit, halt Charakter wechseln, auszulocken oder Spiel zu beenden. Also, Charakter wechseln heißt, wir gehen einmal nur auf die Auswahl, wo wir angefangen haben, können uns andere Figuren aussuchen. Wir können auch sonst auslocken, dann kommen wir komplett raus aus dem Account und könnten uns neu einloggen. Und dann Spiel beenden und Abbruch. Wir machen jetzt einfach mal auslocken. Sind hier unten 3, 2, 1 und haben es ausgeloggt. Der ist auf der Mädchen-Startseite. Server 15, ich bin Channel 2 und dann kann man sich hier einloggen. Mache ich jetzt nicht. Wäre sonst auch ziemlich schwachsinnig, wenn ich mich hier einfach einloggen würde. So, also beenden wir das Ganze. Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, also beenden wir das Ganze, hab nur schon auf das Beenden gedrückt und bin da herausgegangen und hab natürlich damit auch die Aufnahme beendet, Entschuldigung. Und jetzt beende ich das aber und wir sehen uns dann halt das nächste Mal. War dann auch direkt mitten im Spiel. Okay, bis dann. So, da bin ich wieder bei einer neuen Aufnahme und ja, ich werde mal gleich loslegen. Ja, ein bisschen mehr zu machen, schneller zu machen. Weil ich habe so mitgekriegt, zwei Folgen sind vergangen. Was haben wir gemacht? So wie gar nichts. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ein bisschen nebenbei leveln.
während ich hier die ganze Zeit doof quatsche. Zum einen werde ich natürlich auch über eure Kommentare reden, was ihr vorgeschlagen habt, ob es kommt, ob es nicht kommt. Ja, also generell erstmal, wie ihr glaube ich hört, ist die Musik leiser geworden, was ich sehr persönlich sehr gut finde. So, nächster Punkt wäre, ja, nicht nur, dass ich Level, ihr hattet ja vorgeschlagen, dass ich mit meiner Hauptfigur Let's Play mache. Das wäre aber im Endeffekt kein Let's Play, wenn ich mit meiner Hauptfigur was aufnehme. Das ist alles andere als ein Let's Play. Das wäre ja wirklich mehr oder weniger ein Let's Show. Was ich aber versprechen kann, ich werde natürlich auch noch die anderen Figuren zeigen. Also es bleibt jetzt hier nicht bei dem Krieger, den ich euch zeige. Wir werden auch nicht jede Figur einzeln hochziehen, sondern ich habe halt im Endeffekt eigentlich so gut wie jede Figur schon gespielt. Eventuell hat eben mein Bruder oder Freunde eine Figur, die wir mal uns für eine Aufnahme ausleihen. Und dann werden wir damit auch nochmal ein bisschen rumspielen und werden uns dann hier zeigen, um was es geht, wie was geht und wie was am besten läuft. So, ich habe, muss jetzt natürlich auch gestehen, ich habe jetzt eine lange Zeit nicht mehr gespielt und weiß halt auch nicht mehr so genau, was ich in den letzten Folgen gelabert habe. Waren ja gesamte 2 Folgen plus eine halbe Aufnahme irgendwie. Ja, wir haben jetzt irgendwie noch Auftrag 3, müssen hungrige Wildhunde getötet werden. Hätte ich natürlich die ganze Zeit anklicken können. Ich bin natürlich sehr clever in der Hinsicht. Und wir haben schon ganze 20 Erfahrungspunkte. Ich werde mir natürlich jetzt hier nicht irgendwie doppelt XP oder ähnliches holen. Würde sich für ein Let's Play alles andere als eignen. Und deswegen wird es ein bisschen länger dauern. Aber wie gesagt, ich werde es hier nicht unbedingt eine Länge ziehen. Und ich bin natürlich zu jeder Zeit auch für Fragen bereit. So, wir schauen natürlich, was hatte ich jetzt in der Zwischenzeit alles für Equipment. Nicht wirklich viel. Wir haben natürlich jetzt mittlerweile viele Tränke. Ist auch eine schöne Sache. Und ich werde dann wahrscheinlich einmal nachher zum Schmied gehen, damit ihr seht, was man beim Schmied machen können, was wir beim Schmied machen können. Eventuell werde ich auch erstmal bis Level 5 machen, weil dann können wir schön weiter, kann ich schön weiter erzählen, was zu machen ist, was man machen kann, was man nicht machen kann. Übrigens kann man natürlich mit, falls ich es noch nicht gesagt habe, mit Y das Geld aufheben, was ich natürlich immer mache. Ich persönlich spiele immer sehr gerne, indem ich rechts das Fenster offen habe. Dann sehe ich immer so nebenbei, was ich gerade kriege, kann das immer so nebenbei schön aufheben. Und ja, wir suchen weiter eine hungrige Wildhunde, die wir jetzt nicht finden. Nachricht vom Stadtwächter. Da hinten jetzt hungrige Wildhunde, laufen wir mal schnell hin. In wahnsinns Tempo natürlich. Ich bin schon ein bisschen schnelleres Tempo gewöhnt. Und sehe da hinten noch ein paar hungrige Wildhunde. Da gehen wir mal gleich hin. Mittlerweile ist es leider so beim Meeting 2, dass einfach das Geld nichts mehr wert ist. Trotzdem hebe ich hier das Young weiterhin schön auf. Weil auch Kleinvieh macht Mist. Man sieht es ja mittlerweile, wir haben 1778 Young. Ist immer noch nichts, wenn man so überlegt, was teilweise Rüstung kostet. Aber man muss ja auch nicht sofort alles ganz gut haben. Und mit ein bisschen Glück kriegt man auch super Ausrüstung. Was ich mir auch überlegt habe, eventuell, ich habe gute Rüstung, die ich mir vielleicht rüberholen könnte. Wobei wäre natürlich auch dann wieder kein richtiges Let's Play, was ich ja hier machen möchte. Aber das sehen wir alles später, wenn es wirklich hier nicht weitergeht, wenn ich sage, Leute, wir brauchen eine Folge für ein Level, das ist einfach langweilig für euch, also hole ich mir Equip. Aber wie gesagt, später erstmal werden wir auf jeden Fall weiter hier töten und machen und wir kriegen schon mit, wir kriegen keinen Schaden mehr. Und ich sehe auch gerade auch, das Schwert hat immer noch stark gegen Orks. Hier laufen ja auch so viele Orks rum. Ist natürlich auch hier ironischerweise die Wildhunde, die wir hier töten.
und im Minecraft sammeln wir die Hunde und zähmen die. Und hier töten wir sie einfach. So viel zu Gerechtigkeit. Also die Hunde sind in Metin 2 gekommen und nicht in Minecraft. Die armen Hunde haben sich das falsche Spiel ausgesucht. So, was gibt's noch zu sagen? Ich werde natürlich auch nicht hier und endlich lange aufnehmen. Nur so lange, bis halt das grob erledigt ist und dann werde ich halt, also bis der Anfang so erledigt ist und dann werde ich immer so peu à peu mal die Figuren euch zeigen. Ja. Ah, Auftrag 3 ist abgeschlossen. Dann bleiben wir mal kurz hier stehen. Schauen mal kurz, was hat das? Was bringt uns das? Ein traditioneller Helm. Noch mehr Rüstung, noch mehr Verteidigung. Status können wir auch wieder erhöhen. Hab ich so schon 2 Punkte wieder. Und es bleibt weiterhin Vitalität und Stärke. Ich mache das jetzt immer gleichmäßig. Man kann natürlich auch sagen, wenn man genügend Vitalität hat, wenn man genügend Verteidigung hat und genügend Leben, dass man sagt, oh, ich sterbe ja eh nicht, dann kann man ein bisschen mehr auf Stärke setzen und genau andersrum. Wie ihr feststellt, laufe ich in die Stadt und es lag ein bisschen, weil ich Channel 2 bin. Warum auch immer. Gewohnheit. Eigentlich hatte ich, glaube ich, angefangen Channel 4 oder Channel 1, weil es da ein bisschen leerer ist. Jetzt laufen wir einmal in die Stadt. Ja, wir laufen in die Stadt und ich sehe nebenbei, wie das alles den Bach runtergeht. So, jetzt laufen wir einmal hier lang zum Stadtwächter. Traditionell Helm, Mönchsplattenpanzer. Ihr könnt mich natürlich auch jederzeit ganz normal über das Spiel anschreiben, wenn ihr da Interesse habt, mich was fragen. Natürlich dann nicht über ACL Let's Play, weil das wie gesagt nur die Let's Play Figur ist. So, habe ich natürlich jetzt weggeklickt. Was sollen wir machen? Ach, wir müssen gemischt zur Händlerin schon wieder laufen. Hatten wir das nicht schon gemacht? Also ich lese euch das jetzt auch nicht mal alles so vor, weil mir das dann nachher doch ziemlich auf die Nerven gehen würde, das ganze Zeit alles vorzulesen. Da hinten sehen wir ein kleines Mädchen der Schlacht, der immer so eben weggeschlagen wird. Und laufen wir umher. Ja, jetzt sehen wir auch den betrunkenen Bürger. Der hat noch keine Wahl. So, was? Sie grüßt mir, hä? Mhm. Sie brauchen ein Buch. Könntest mir das, ach, der Vater will das Buch haben. Dann müssen wir zum Vater hingehen. Der Vater war, das sehen wir jetzt hier oben auf der Liste, der Rüstungshändler. Ich lese mir das alles heutzutage nicht mehr durch und ja, schauen wir mal weiter. So, dann überbringen wir ihm das Buch. Ja, er freut sich und meine Tochter muss sehr beschäftigt sein und so weiter und so fort. Interessiert mich jetzt alles nicht. Wir kriegen 450 Erfahrungspunkte, wir erhalten 5000 Yang, das ist ja mal Wahnsinn, und 20 blaue Tränke, die wir ja auch super brauchen, weil wir die Banner ja auch sowas von halt massenhaft verbrauchen. Nebenbei sehen wir hier links eine schöne Schlägerei, schon Fertigkeiten eines Waffensuchers. Genau, da kommen wir später nochmal zu. Ich werde den Körperkrieger und auch den Waffensucher hier zeigen und da liegen ein paar Sachen. Klauen wir uns einfach mal. Lederkapuze, roter Trank, Tigerfell. Klauen wir uns einfach mal. Normalerweise sollte man, wenn irgendwas in der Nähe ist, die Sachen nicht einfach aufheben, wenn Leute in der Nähe sind, aber hier ist eben auch keiner. So. Status erhöhen können wir wieder machen. Ach komm, nehmen wir einfach mal Stärke. Ah, jetzt können wir jetzt so gut wie gar nichts machen. Da liegen noch ein paar Tränke. Ist ja hier für einen Einstieg ja wirklich schon fast wie eine Fundgrube. Das ist ja Wahnsinn. So, klauen wir uns mal die. Und gehen jetzt mal einfach da hinten lang.